Liebe Mitbrüder im priesterlichen und im diakonalen Amt, liebe Seminaristen, Studentinnen und Studenten, liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Katharinenkapelle und alle, die wieder über die Medien mit uns verbunden sind und mit uns feiern. Ich muss am Anfang eine öffentliche Beichte ablegen. Ich bin ein vergesslicher Mensch. Und das manifestiert sich in einem ganz besonderen Punkt, dass ich trotz aller Wertschätzung, die ich den Heiligen entgegenbringe, so gut wie jedes Jahr darauf vergesse, am Anfang des Jahres mir einen Jahresheiligen zu erwählen. Irgendwann in einem der Semestergespräche, dann im Lauf des Sommersemesters, kommt meistens irgendein Seminarist und sagt, ja, ich habe heuer den Jahresheiligen, ups, und ich habe wieder vergessen. Und ich bin deswegen dankbar, dass heuer einer unserer Seminaristen einen Link zu der einen Internetseite, auf der man die Jahresheiligen ziehen kann, geschickt hat und mich dadurch erinnert hat. Und als ich dort auf den Knopf gedrückt habe, da kam ein gewisser Thomas von Aquin zum Vorschein. Zu der Zeit waren aber die Messen schon lange eingeteilt und Sie können es himmlisches Planungsbüro oder göttliche Millimeterarbeit nennen, dass ich heute zu meinem Jahresheiligen von diesem Jahr ein wenig zu Ihnen sprechen darf. Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert, 1225, aus einer adeligen Familie geboren, Dominikaner, Schüler des heiligen Albertus Magnus. Und genau dieser Albertus Magnus war es, der zu den Gegnern des damals noch sehr jungen Thomas, den sie als stummen Ochsen beschimpft hatten, weil er vielleicht lieber nachgedacht als vorschnell geredet hat, dieser Albertus Magnus hat zu den Gegnern gesagt, ihr nennt ihn einen stummen Ochsen, aber er wird so laut brüllen, dass die ganze Welt es hören wird. Und was der Albertus Magnus da ausgesprochen hat, das war prophetisch, denn tatsächlich hört man in der Theologie auch heute auf seine Stimme. Wenn wir den Katechismus der katholischen Kirche von 1993 aufschlagen, dann finden wir allein dort schon 53 Zitate, die vom heiligen Thomas stammen. Die katholische Theologie, so ist die Vorschrift, soll sich nach den Lehren des heiligen Thomas richten und nach seinen Lehren unterrichtet werden. Auf der einen Seite mag das vielleicht so manche Theologiestudenten, Studierenden, auch unsere Seminaristen und Studenten, die gerade in der Prüfungszeit sind, erschrecken. Ich kann mich erinnern, als ich damals in den 90er Jahren selber hier noch die Schulbank gedrückt habe, dort, wo die Seminaristen heute in der Loggia sich vergnügen können, war unser Hörsaal 3. Und da kam damals neu ein Professor, ein Zisterzienser von Heiligenkreuz, der uns erklärt hat, also in diesem ersten Semester machen wir mal die ersten 25 Questiones aus der Summa des heiligen Thomas. Uns ist kurz einmal alles runtergefallen. Am Schluss waren es, glaube ich, 4. Mehr hat er nicht durchgekriegt, weil wir so begriffsstützig waren. Aber immerhin, die 4 habe ich dann kapiert und habe sogar ein sehr gut gekriegt, kann ich mich noch erinnern. Für manche schwer zu begreifen, was Thomas uns da hinterlassen hat. Aber gerade für die Studenten, und das war auch heute Thema der Lesehore im Stundengebet der Priester, hat dieser heilige Thomas auch einige gute Ratschläge für diese Theologiestudien. Und das kann man für das eigene Studium sehr gut verwenden. Er sagt, wähle den Weg über die Bäche und stürze dich nicht gleich in das Meer. Man muss durch das Leichtere zum Schwierigen gelangen. Und es ist natürlich oft eine Versuchung, ob man jetzt als junger Theologiestudent kommt, einfach aus Liebe und Interesse zur Theologie oder ob man die Priesterberufung in sich spürt. Am liebsten würde man gleich alles auf einmal studieren, ja, alles auf einmal inskribieren, möglichst alles, dass man schnell fertig wird. Und dann merkt man, dass man da ganz schön auf die Nase fällt, wenn da die Grundlagen dann fehlen. Man muss dann doch erkennen, dass das Studium der biblischen Sprachen zum Beispiel und auch des Latein eher am Anfang sein sollte, weil gerade durchs Sprachen üben und lernen, lernt man auch die Technik des Lernens für die anderen Gegenstände. Und man kann so vielleicht strukturiertes Lernen besser verstehen, wenn man es auch mal langsam angeht und nicht gleich, wie Thomas sagt, sich ins Meer stürzt. Und er sagt dann, und diese Mahnung, die der heilige Thomas da für uns sagt, die können wir nicht nur als Kirche, sondern auch in der Welt und auch im Seminar ernst nehmen. Sei bedacht im Reden und geh bedachtsam in ein Gespräch. Erhalte dir die Reinheit des Gewissens und vor allem höre nicht auf zu beten.
Das sind so Hinweise, wo man merkt, wie dieser heilige Thomas selber seinen Zugang gesucht hat zum Studium. Und dass er was davon verstanden hat, das hat er ja oft genug unter Beweis gestellt. Wenn wir zum Beispiel die sogenannten Gottesbeweise anschauen, dann merken wir, welch großartiger Denker da er war. Und er steht selber fest im Glauben. Er versucht, diese Existenz Gottes überzeugend darzulegen. Gott als Erstursache allen Daseins, als Urgrund allen Seins und letztes Ziel, auf das alles zustrebt. Das sind so wertvolle Gedanken. Thomas von Aquin hat von Aristoteles sehr viel übernommen und in diese christliche Welt bleibend hineingesprochen. Ist auch für uns heute manchmal das Manko, dass wir vom Aristoteles so wenig wissen und so wenig gelernt haben und dass wir dann auch so manchen Zirkelschlüssen auf den Leim gehen in der heutigen Theologie, weil wir das logische Folgern nicht mehr so beherrschen, wie es eigentlich nötig sein sollte. Thomas von Aquin stellt etwas für unsere Zeit unheimlich Wichtiges unter Beweis. Nämlich, dass ein Mensch, der seine Vernunft einsetzt und vor allem der in seiner Vernunft auch saubere akademische Wissenschaft betreibt, eigentlich zwangsläufig zur Gotteserkenntnis kommt. Und das möchte ich allen sogenannten Vernünftigen von heute zusprechen, die immer wieder postulieren, dass Wissenschaft und Vernunft den aufgeklärten Menschen hin zum Atheismus oder zum Agnostizismus führt und nicht zu Glaube, zu Gottvertrauen, letztlich zur Kirche. Für Thomas von Aquin war Gottes Erkenntnis aber nicht nur eine gedankliche Lehre, nicht nur eine spekulative Theorie, sondern er war selber auch zutiefst betend mit Gott verbunden. Er war ein Anbetender. Das beweisen uns die großen Hymnen, die er im Lateinischen gedichtet hat, die bleiben zum Gebetsschatz der Kirche gehören. Was wäre eine eucharistische Anbetung ohne das Tantum Ergo? Oder denken wir an den wunderbaren Hymnus, Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier, sieh mit ganzem Herzen, schenke ich mich dir hin. Weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Wir dürfen selber dieses Wunder wieder feiern in der Eucharistie. Oder auch, und das ist sicher auch ein Gebet, das allen Studierenden in diesen Tagen besonders ans Herz gelegt ist, schenk mir, Herr, du mein Gott, einen Verstand, der dich erkennt, Eifer, der dich sucht, Weisheit, die dich findet, einen Lebenswandel, der dir gefällt, Beharrlichkeit, die dich gläubig erwartet, Vertrauen, das dich am Ende umfängt. Oder auch das Gebet nach der heiligen Kommunion, das uns Thomas von Aquin hinterlassen hat. Sie können da gerne im Internet einmal nachschauen, die Suchmaschinen finden das sehr schnell. Ich habe das persönlich in meinen Gebetsschatz schon vor vielen Jahren, noch lange vor meiner Priesterweihe aufgenommen und ich bete es immer nach der heiligen Messe. Wir können an Thomas von Aquin eines ganz genau erkennen. Wo sich so ein tiefer, kindlich vertrauter Glaube mit wahrer Intelligenz verbindet. Da gibt es keinen Widerspruch zwischen theologischer Wissenschaft und gelebter Glaubenspraxis, gelebter kirchlicher Praxis. Da gibt es keinen Widerspruch zwischen dem Sensus Fidelium, dem Glaubenssinn der Gläubigen und der akademischen Beschäftigung damit. Und das sei heute auch all jenen ins Stammbuch geschrieben, die sich einerseits von dieser klaren und notwendigen Logik des Aristoteles entfernt haben, die sich dann, wie ich schon gesagt habe, in solchen Zirkelschlüssen verlieren und durch Nichtbeachtung dieses großen Glaubensschatzes, den uns der heilige Thomas hinterlassen hat, irgendwo doch einen Keil hineintreiben zwischen Glaube und Theologie, zwischen Gläubigen und Kirche. Möge der heilige Thomas von Aquin, den wir als Patron der theologischen Wissenschaften verehren und anrufen dürfen, auch für die heutige Zeit ein mächtiger Fürsprecher sein. Und möge vor allem sein tiefer Glaube und seine Freude an Glauben und Kirche auch die jungen Generationen wieder neu anstecken. Möge seine Fürsprache Berufungen wecken und die Liebe zur Theologie ebenso wie die Liebe zur Kirche wieder neu entfachen. Amen.